Wie kann ich eigentlich in iServe Aufgaben abgeben? Ich bin hier auf der Startseite und sehe unter Aufgaben gleich, dass ich einige Aufgaben erledigen muss. Auch wenn ich bei den Modulen schaue, steht hier bei Aufgaben eine 3, das heißt, es gibt noch 3 Aufgaben. Ich kann entweder hier auf Aufgaben klicken und komme in die Übersicht oder ich gehe zur Aufgabenseite, komme in die Übersicht oder ich klicke direkt auf eine der Aufgaben, die ich erledigen möchte. Ich gehe jetzt mal zur Aufgabenseite. Dort sehe ich auch die erledigten Aufgaben und ich gehe jetzt mal zur ersten, die noch kein Häkchen hat. In der Aufgabe steht nun, was ich zu tun habe. Ich soll mir die Aufgabe durchlesen und bestätigen, ob ich den Text verstanden habe. Wenn ich das erledigt habe, gebe ich eine Bestätigung. Ich wähle hier Ja und schicke das ab. Dann sehe ich auch in der Übersicht, ich gehe jetzt mal hier wieder auf Aufgaben, dass dort ein Häkchen ist. Hätte ich Nein gewählt, wäre dort kein Häkchen. Nächste Aufgabe. Textabgabe. Lies dir folgenden Text durch und schreibe, was dir dazu einfällt. Nun habe ich hier unten meine Abgabe, die ich bearbeiten kann. Ja, und dort gebe ich einen Text ein. Hier fällt mir nicht viel ein. So, das ist jetzt meine Abgabe, die muss ich noch abschicken. Und auch dann habe ich diese Aufgabe erledigt. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie Aufgaben abgegeben werden können. Ich gehe jetzt hier mal in die Übersicht, das geht auch. Die letzte nicht erledigte Aufgabe, Datei Upload. Hier soll ich ein Foto meiner Bearbeitung hochladen. Beispielsweise hat mir die Lehrkraft eine Aufgabe gegeben. Ich kann jetzt mein Foto hochladen, indem ich einfach hier auf Hochladen klicke und ein Foto aussuche, welches beispielsweise bei meinen Bildern abgelegt ist. Das ist jetzt auch schon abgeschlossen. Oder ich kann auch von iServe-Dateien hochladen. Ich gehe beispielsweise in die Gruppendateien oder in meine eigenen Dateien, wähle eine Datei und wenn ich das schließe, wird auch diese abgegeben und hochgeladen. Hier sehe ich jetzt die abgegebenen Dateien, gehe noch einmal auf Hinzufügen und fertig. Es wird bestätigt, gehe ich in die Aufgabenübersicht, sehe ich, alle Aufgaben sind erledigt. Wichtig, am Ende nicht zu vergessen zu bestätigen. Ja, und wenn ich keine Aufgaben mehr zu erledigen habe, muss ich eigentlich nur warten, dass die Korrekturen kommen und schauen, was die Lehrkraft dazu sagt. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen und ihr wisst in Zukunft, auf welche Arten und Weisen ihr eure Aufgaben bei iServe abgeben könnt.